So Leute, wir machen weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben, beim Wildschwein. Und selten war ein Name zutreffender. Wir gehen einfach rein und probieren den nochmal. Ansonsten gehe ich woanders lang. Ich habe genug Möglichkeiten. Ja, hier ist so ein ganz komischer Boss. Dieser komische Hippo. Und ich weiß nicht. Bin noch nicht so richtig warm geworden mit dem. Wie ihr seht, ist der groß und muss ihn erstmal lernen. Er haut halt mit so einem riesen Kopf, sodass man nicht so richtig weiß, was hier eigentlich der Treffer ist. Also. Parryen ist hier auf jeden Fall nichts. Ah ja, also man kann doch ausweichen. Wenn man kann. Ganz komisch rauszufinden, wo hier das Fenster ist. Ich glaube, da muss man eher zur Seite rollen. Ganz komisch rauszufinden, wo da das Fenster ist. Okay, also erst ist ein Seitroller. Zu langsam, ey. Hä? The fuck war das? Donken jetzt. Ja,
Kamera ist ja aus der Hölle hier, wirklich. Was willst du denn da machen, Alter? Oh Mann, ey. FromSoft, was macht ihr denn mit euren Bosskämpfen, ey? Scheiß Cam, ey. Oh, ich hab Fat Roll übrigens. Wieso hab ich denn Fat Roll? Wegen dem Helm. What the fuck? Jesus Christ. Na gut. Ich hatte ihn fast. Das leere Pad war's. Leere Pad. Das Pad hat vor mir aufgegeben. Hey. Und die Strahlen treffen ihn nicht? Why? Ey, sorry, aber das ist ja so dumm, dass man einfach der Gegner sich mehr oder weniger, er ist so groß und löst sich auf. Ich sehe plötzlich irgendein Modell vom Gegner und nicht mehr den wirklichen Gegner. Das ist ja komplett nervig, ey.
deine Fresse. Ich sehe nix. Wie soll ich mich denn verteidigen, wenn ich nix sehe, Mann? Das ist doch, das muss man doch mindestens einhalten. Ihr könnt doch nicht ernsthaft. Ich kann nicht gegen einen Boss kämpfen, den ich nicht mal richtig sehe. Was soll denn das? Was ist das für ein Scheiß? Ernsthaft? Ich reg mich hier nur über die Kamera auf. Was soll das? Müsste ich doch mal was einfallen lassen, wie die das anders regeln. Ah, wieder eine Sekunde zu spät. Hier, wie... Nein! Mods würde einmal Zetenhub bannen. Dankeschön auf YouTube. Möchte noch jemand? Ist immer ein guter Zeitpunkt bei Bosskämpfen. Das macht mir fast mehr Spaß als das Spiel dann. Da kommen die Trolle raus. Offensichtlich. Oh, wieder eine Sekunde zu spät. Ja, der Doppelschlag ist so asozial, ey. Mann, ey. Ey, erklärt mir doch mal, wie man diese Attacke hier am Anfang ausweicht. Das gibt's doch gar nicht. So. Und dann noch verzögert. Aber man sieht doch, man kann mit dem richtigen Timing kann man diesem Angriff ausdodgen. Den kann man dodgen, den Angriff. Hier. Man muss nur... Doch. Und dann muss man natürlich auch mal einen Gegenschlag schaffen. Wie ich
Dings treffe, Alter. Der Doppelangriff hier. Ich weiß nicht, was man gegen diesen Doppelangriff, weil eine, den ersten Angriff, wenn er diesen Double-Ding macht, den ersten kannst du ja noch wegrollen, aber den zweiten auf keinen Fall, weil der vom Timing dich 100 pro erwischt. Das raff ich einfach nicht. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dem auszuweichen. Kannst du nicht parryen? Das habe ich jetzt nicht mal gegriffen. Okay, dass man den gut staggern kann, habe ich auch gegriffen. Ja, da wollte ich natürlich jetzt nicht Phase 2. Wieder hier, ich sehe gar nichts. Das wird, es wird, es wird, aber trotzdem ist der scheiße. Jack hat gerade den Endboss No Damage geschafft. Ja, Jack ist einfach out of this world, Alter. Hier, den Double Dash. Hab ich einfach nicht. Hä? Auch hier weiß ich nicht, was mich getötet hat. Also, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man diese erste Attacke dodgt. Man muss schräg dodgen, ungefähr auf 11 Uhr muss man die Roll machen. Ich habe es jetzt dreimal geschafft, ich würde noch nicht es als empirischen Beleg nehmen, aber ich habe ein good feeling about it. Hier, nach links und dann hier, da kommt man... Dann... kann man ihn hier einmal dingsen. Nein! Doch. Aber da nimmt man zu viel Damage bei den Pfeilen. Okay. Wenn du versuchst anzugreifen, während die Pfeile fliegen... Es ist halt verlockend, da ihm einmal Damage zu geben. Aber die Pfeile ballern zu sehr rein. Das kriegst du nicht mehr wieder. Kriegst du nicht mehr rein. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber das hier funktioniert zumindest ganz gut am Anfang. Das war nix. Ey, wieso schlägst du nicht? Er hat nicht geschlagen. Das habe ich ganz oft, dass ich beim Springen, dass er den... Das liegt an dem scheiß Trigger-Button, der manchmal einfach nicht zündet. Wenn ich den so schnell flicke, dass er das nicht... Das habe ich ganz oft schon gehabt. Nervt. Ich probiere mal einen Mock-Shackle. Mal gucken, was der macht. Wahrscheinlich nix, aber... Okay. Ja, jetzt hat er mich mit seinem Arsch gefangen und in den Mund gesteckt.
wieder nicht geschlagen. Er schlägt nicht, Alter. Wieso? Alter, was ist das? Warum schlägt der nicht? Hab ich hier einen Pet-Fehler? Was ist das? Jesus. Einmal an der Wand spät, wenn du einmal an der Wand stehst, bist du tot. Wenn du einmal an der Wand stehst, ist vorbei. Schild schmilzt. First try. Aspects of the Crucible Thorns. Und Shadow Tree Fragment, geil. Also, meine Erkenntnis ist, wie gesagt, der 11 Uhr Dodge. Falls ihr Probleme habt mit diesem Boss, er kommt straight auf einen zu und der Trick ist, auf 11 Uhr zu dodgen. Nicht zur Seite, nicht auf ihn, nicht weg. 11 Uhr Dodge. Hat's für mich gemacht. Und Blasphemous Sword. Ich habe keine andere Taktik gerade. Ich weiß nicht, also einfach eine Waffe, die auf Distanz gut Damage macht und auch ein bisschen Stagger-Schaden. Man kann ihn gut staggern, zwei normale Stagger, noch nicht mal aufgeladene R2-Attacken, sondern so. Tja.
Um 11 habt ihr nie Zeit, ja, kann ich auch nichts ändern. Also ich will nicht ausschließen, dass es auch andere Dodges gibt. Ich sag nur, was bei mir hat so schräg Dodgen hat es für mich gemacht. Gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten und Taktiken. Aber das war für mich die entscheidende Taktik. Und halt Blasphemous Sword für den Fernkampf. So. No such thing is utterly inconceivable. Mesmer is the son of Queen America. Die Frage ist, wollen wir jetzt wirklich schon hier den Dungeon machen? Weil ich habe eher... Wir waren ja eigentlich ursprünglich... Habe ich da was gesehen? Wir haben nichts gesehen, Boss. Ich habe da was gesehen. 1, 2, 3, 4, Ochsenberg. Da habe ich mich wohl geirrt. Oder doch nicht? Da ist doch was. Ja, doch nicht. Doch. Okay, der ist in der Endlosschleife. Fuck, war das? Eddie, weißt du noch, wo du den NPC gefunden hast, der nicht gesprochen hat? NPC, der nicht gesprochen hat, da war was. Ja. Ich erinnere mich, der Typ in dem Dorf. Mit dem Hut. Da war ich gerade bei dem komischen Dorf, wo es nach unten geht. War der Hutmann. Bei dem kannst du was machen. Ja, das denke ich mir. Aber was, ist die Frage. Ja, es gab ja keine Möglichkeiten der Interaktion. Also... Ich wollte nicht schon wieder einen NPC töten. Wahrscheinlich muss ich da was vielleicht anziehen? Ah, warte mal. Okay. Gibt's neue Gestures? Habe ich was Neues gekriegt? Okay. Aber das ist ja jetzt eh andere Stelle. Ach, guck mal, es geht ja weiter. Aber warte mal. Wir können ja mal...
Wo war das denn? Das war hier. Den Morath. Und Leder war... Did you feel it? Mikula the kind, but while my devotion to kindly Mikula by my troth, I am not so... No, wait. Perhaps I can wield my sword to cull the undeserving. Those I should have thought of this. Wo sind denn... Irgendwo hat man doch Notizen. Ich weiß nicht wo. Hier. Message left by Needle Nine Letter Address to Kindred Spirits who also pursue my quest. The Gate of Divinity lies in the tower sealed by Shadow. That is surely where Kind Mikella is headed. We are no humans, but we must locate the path of the... I will follow the crosses east. Nah. Holds his hands and seek me to the east. If you wish to pursue the way of the warrior, when you find me, you will challenge me to a bout. Could it be? Das könnte es sein. Und hier gibt es doch auch ein Fingerstab-Bau. May the best win, das hier. Könnte es das sein? Das probiere ich jetzt aus. Wo war der? Da hinten war der. Typ ist das nämlich. Ah, gibt es natürlich auch Bonfire. Das ist bestimmt der Monk. Und jetzt muss ich hier... Alter, ist das geil. Es hat geklappt. Dryleaf Dane? Was erlaube? Uhuhuhu. Die Powerfaust, One-Inch-Punch. Alla! Huhuhui. One-Inch-Punch, Alter. Ich habe das Bonfire noch nicht mal aktiviert. Okay. Ich war so gierig auf das Shadow Tree Fragment. Tatsächlich nicht das Bonfire aktiviert.
Ja, muss ich wieder machen. Es war aber auch diese Geste wahrscheinlich, oder hätte auch jede andere Geste funktioniert? Weiß man nicht, ne? Es ist schon diese Geste. Ich weiß gar nicht, wann ich die gekriegt habe, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen lame, was ich hier mache. Wenn das einer mit mir machen würde, würde ich kotzen. So wie bei dem Street Fighter 6 Battle gegen Ryu, der einfach immer nur Feuerbälle und Dragon Punch. Feuerball, Dragon Punch, Feuerball, Dragon Punch. Jetzt ist er tot oder was? Dryleaf Arts. Hand to hand. Ach, wie geil. Attack, whoops. A technique for hand to hand combat without the aid of a weapon. This martial art combines fist strikes and kicks. The teachings of a group of spiritual seekers known as the Dryleaf. Ein Raid. Sekt. Nils Bohmhoff. Anwalt. Koch. Model. Danke für den Raid, Nils! Nilsies, wir spielen hier auch Elden Ring. Und ich habe gerade eine neue Weapon Art gefunden, nämlich die Martial Arts. Und Nils weiß das natürlich, ihr vielleicht nicht, aber ich bin ja auch eine Kampfmaschine. Und deshalb finde ich das gerade sehr gut, auch wenn es ein bisschen aussieht wie eine Unterhose. Teachings of a group of spiritual seekers known as the Dryleaf Sect revealed only to those of worthy valor and character. The practice of this martial art marks the dawn of the palm blast. Skill of the spiritual seekers known as the Dryleaf Sect imbues hand with energy before using a palm strike to unleash an explosive blast. Charging the attack. Ja, das probieren wir natürlich direkt mal aus. Das wollen wir natürlich direkt mal in Aktion sehen hier, was wir da haben. Guck dir das mal an, was haben wir denn hier? Nee, falsche Faust. Ist das die Faust? Guck dir das an. Ist sie das? Geil, diese zwei goldenen Klopper. Lol. Hört gar nicht mehr auf. Okay, wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11er-Kombo habe ich gezählt. Moment, das sind nicht die Handschuhe von ihm, das sind meine Handschuhe. Ein ganz anderes, oder? Ganz anderes Moveset, wenn du einhändig machst, als wenn du es zweihändig machst. Finde ich schon mal ganz geil. Ich hab Bock, das am Gegner. Das leveln wir direkt hoch, Leute. Wisst ihr was? Wir machen das sofort, bevor wir es am Gegner testen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Martial Arts in Elden Ring. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich sag euch, das nächste Spiel wird ein Beat'em-up oder sowas. Das ist doch kein Zufall, dass die jetzt hier so Martial Arts haben. Und das geht eh schon in Richtung... Auch im PvP und so, das ist doch schon quasi wie Soul Calibur, nur krasser und...
Achso, ich habe keine. War das so schlau, Marikas Rune zu benutzen? Ich weiß es nicht. So. Smithing Stones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, kann man die auch noch infusen eigentlich? Das hätte ich nicht gemacht. Wir sind jetzt noch bei Standard. Achso, wie war das hier? Zack. Heavy wäre 92. Sacred. Blood. Quality. Ja, 442. Keen 398. Standard 401. 387. 442. 424. 453, 423, 374, 446, 319. Lightning tatsächlich am höchsten. Cold ist auch nicht schlecht mit 446. Aber Lightning ist noch ein bisschen besser. 446. 453. Also es gibt sich nicht viel. Ich glaube, dann nehme ich Cold. Weil da habe ich noch den Cold-Build-Up. Oder? Frost-Build-Up meine ich natürlich. Und wenn die langsamer sind, kann ich sie noch schneller vertrimmen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Probieren wir mal. So, wo können wir jetzt direkt ein bisschen was verkloppen? Machen wir doch. Kommen wir doch mal zurück ins Gebiet. Warum ich so viele Steine habe? Ja, ich habe das natürlich, ich habe mich vorbereitet auf den DLC. Ich habe alle Bells eingesammelt. Also, so dass ich alle Steine bis auf die letzten, die man ja nur finden kann, kaufen kann. Und dann habe ich Seelen gegrindet. Und dann habe ich mir Steine gekauft. So dass ich jede Waffe auf vorletztes Level bringen kann, wenn ich will. Guck mal, der hat den Jump Attack. Pam, pam! Und die Special haben wir auch noch. Hier. Porzen! Ja, ich bin Streber, das stimmt. So. Wer kriegt jetzt aufs Maul? Irgendjemand wird sich doch jetzt mal hier zu bereit erklären. Scatter Tree, noch eins. Einfach so.
Ach Gott, das trifft ja gar nicht. Ey, du Sau! Ja, also diese Punchfist. Alter, 3200. Also wenn sie trifft, dann trifft sie aber auch. Okay. Aua. Violence! Woohoo! Bam! Ich lieb's! Oh mein Gott, ich lieb's! Ich krieg Gänsehaut von der Waffe. Oh, ich liebe es so sehr! Ich krieg scheiß Gänsehaut von. Das habe ich auch noch nicht gehabt, ey. Ich habe gerade wirklich Gänsehaut gekriegt, weil ich den so zu Klump gehauen hab. Oh! Okay, ich habe eine neue Waffe. Kommt her. Ich will mich prügeln. Ich bin hier. Da, die Gruppe. Das ist wie in so einem Superheldenfilm. Wenn er zum ersten Mal seine Kräfte hat. Bam, bam, bam. Brauch noch nicht mal die Drittel der Combo. Ist wie Jack Reacher. Sicher, dass du deine Jacke nicht ausziehen willst? Keine coolen Gegner. Oh, was ist da? Zum Verprügeln. Ach, das ist auch der Weg nach unten. Shattered Stone Talisman. Raises Potency of Kicking and Stomping Skills. Ich werd noch geiler. Kicking and Stomping. Yes. Please. Oh. Das ist auch Martial Art hier. Gerade auf der Kante noch. Was sagt eigentlich die Uhr? Okay, ich habe noch ein bisschen. Kicking and Stomping. Ein Kick oder ein Schlag? Das ist ein Kick. Mal verifizieren. Yeah, wir kicken einfach die Hunde weg. Hier war doch so ein Dummer. Hier war doch so ein Rumfuchtler. War ich hier nicht gerade? Ja, hier war ich doch gerade.
Zieh nochmal coole Handschuhe an, maybe. Gute Idee. Was würde denn geil aussehen dazu? Drake Knights Gauntlets. Aber hä? Hat er links, hat er jetzt andere als rechts? Warum? Ach, so sehen die... Schon wieder ein Topf. Ach ne, den hatte ich schon im Topf. Geil. Aua. Ja. Zu gierig. Hatte ich denn die geile Kombo? Doch, das war die. Und dann am Ende muss man, glaube ich, R2 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ne, okay. Jetzt weiß ich's. Komm. Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein geiler Battle hier. Das ist ja richtig. Was geht ab? Ah, top. Topfgeil. Topfgeil bringt nur noch, bringt nur einmal was. Der Schellenbild ist das. Erziehungsschellen. Der Pädagogikbild. Überlegt, ob ich hier schon war. Ich glaube nicht. Ah, der ist schon wieder ein Drache, oder? Ach, das ist der Drache, der die ganze Zeit gegen die Dudes kämpft. Da wollen wir die mal nicht stören, ne? So, da muss ich jetzt Häufchen Steine finden. Schon mal eine
Fledermaus in den Kopf gekickt. I have. Das dann noch mal weg. Ich freue mich schon, die jetzt zu kicken, ey. Komm. Komm. Bam. Maul. Let me through, ich bin Sheep. Das wäre jetzt peinlich, wenn so ein Schaf mich jetzt hier... Ah, das ist das Topf Village? Tatsächlich. Mal lauter Töpfe. Da ist bestimmt irgendwo ein Topf-Dude. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Die werden noch nicht angezeigt auf diese Distanz, oder? Hast du gefragt, ob Ede noch weiß, dass er streamt? Ich habe doch gesagt, vor dem Let's Play habe ich doch gesagt, Leute, das wird ein bisschen ein anderer Stream. Deshalb habe ich es mir ja auch gemütlich gemacht. Das ist nicht der normale Stream. Das ist Eddie zockt Elden Ring. Und ihr könnt gerne zugucken. Aber ich kann hier keine Rücksicht auf euch nehmen jetzt. Ich bin hier zu sehr drinne. Es freut mich, wenn ihr zuguckt und wenn ihr Spaß habt, aber... Jack hat geradet? Jackie Boy, Jack hat geradet. Wann hat er geradet? Okay, jetzt habe ich nicht mitgekriegt. Sorry. Jack! Geiler Boy. Ich liebe es so sehr. Ich liebe diesen DLC. Ist er noch da? Jack, bist du noch da? Er ist schon weg, ne? Wann war der Raid? 30 Minuten, ach du Scheiße. Doch, da ist er doch noch. Jack! Ey, ich liebe das Spiel so sehr, Mann. Ich habe gerade den Hippo gehauen. Ich habe gehört, du hast den Final Boss No Damage gelegt. Du bist völlig verrückt, Junge. Du bist völlig verrückt. Ey, wenn ich durch bin mit dem DLC, dann treffen wir uns auf den Schnack. Dann reiten wir durch die Prärie und labern nur über den DLC und unsere Erfahrung. Ich habe da richtig Bock drauf, zu hören, was du alles so... denkst und fühlst, und ich kann deine Videos gerade nicht gucken, weil ich mich natürlich nicht spoilen will. Und deshalb bin ich so gespannt auf deine Erzählung und auf deine Meinung. Ich lieb's absolut. Also ich fand den einen oder anderen Boss fand ich nervig, auch vor allen Dingen wegen der Kameraführung und so. Aber insgesamt, ey, es gibt in jeder Ecke so viel zu entdecken. Und ich reite hier die ganze Zeit nur rum und drehe jeden Stein um. Und ich gehe gar nicht in die Dungeons rein. Ich bin momentan nur am Oberwelt erkunden. Und jetzt habe ich gerade die Kung-Fu-Handschuhe gefunden und ich liebe sie. Ich habe sie direkt hochgelevelt.
Bam, ich find die so geil, dass man hier jetzt Leuten ins... Ich kann hier Schafen ins Gesicht kicken. Ey, das ist einfach so krass. Ey, Miyazaki bringt als DLC Sachen raus, die andere in ihrem Leben nicht einfach so entwickeln. Das muss man einfach mal sagen. Das ist eigentlich ein Elden Ring 2,5. Das ist mehr als ein DLC. Ich meine, es kostet auch 39 Euro, aber das ist schon... Ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir gehen die Superlative aus. Ich lieb's auch. Ich lieb Miyazaki einfach so sehr. Ich wünschte, der Mann würde nie aufhören, Videospiele zu machen. Das einzige Schade ist, dass man so immer ein paar Jahre warten muss, bis es weitergeht. Aber ich weiß gar nicht, die Zeit wird nicht angezeigt, nur vom DLC, ne? Ich müsste noch mal auf mein erstes Video gehen, da müsste man das sehen. Oder vielleicht macht es einer von euch. Warte mal, das steht doch hier irgendwo. Ich bin jetzt bei 350 Stunden. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich war... Ich weiß nicht, bei wie viel ich war. Ich glaube, 30 Stunden oder so habe ich auf jeden Fall schon. Ich weiß es aber nicht genau, müsstet ihr mal nachgucken. Und man sieht es ja, ich habe noch nichts gemacht. Ich gehe nur hier in dem Startgebiet immer hin und her, so ganz langsam. Und sobald ich in ein neues Gebiet komme, gehe ich sofort wieder ins alte Gebiet und gucke da erstmal. Und ich habe in alle Himmelsrichtungen habe ich was. In alle Himmelsrichtungen. Hier ist noch alles unentdeckt. So, hier das ganze Gebiet, da war ich noch nicht hinter der Castle Shadow oder Shadow Keep. Hier das ganze Gebiet, was immer auch das ist. Hier das ganze Gebiet. Und dann noch hier der ganze Süden und Osten. Guckt euch das an. Und ich weiß ja noch nicht mal... Und ich habe ja schon gesehen, es geht ja noch irgendwie in die Tiefe. Einfach nur geil. Einfach nur geil, ey. Ich bin so unfassbar begeistert. Ja, also sorry, dass ich nicht drauf reagiert habe. Vielen Dank, Jack, für deinen Raid. Und auch sorry nochmal an Chat, dass ich nicht so viel mit euch interagiere. Ich gucke immer in Chat mal rein. So alle paar Minuten, immer wenn ich so nach da gucke, gucke ich in Chat. Aber ich muss mich auch ein bisschen hier aufs Spiel konzentrieren. Aber ich gucke immer in den Chat. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts lese. Und ich gehe auch auf die ein oder andere Sache ein. Nur es ist vielleicht ein bisschen weniger als sonst, weil ich hier echt wirklich komplett versinke in der Welt. Im Westen auf der Insel warst du auch noch nicht. Welche Insel? Ditte hier? Da kann man hin? Aber wie? Na gut, ich war ja auch hier noch nicht, oder? Hier war ich schon. Wie soll man denn da hinkommen? Okay, das muss ich noch rausfinden. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier den Drachen an. Ich glaube ja trotzdem, so sehr ich die Martial Arts liebe, ich glaube für einen Drachen ist sie nicht so gut. Der ist ein ganz schön wilder Drache hier. Wird auch hart angegangen da von allem, was da irgendwie. Aber was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass der die kleinen Foot Soldiers da nicht klein kriegt. Also noch kleiner. So, jetzt habe ich jetzt hier ein bisschen die Übersicht verloren, wo ich gerade war. Aber es ist komisch, normalerweise, wenn ich einen Raid kriege, dann kriege ich immer aufs Ohr ein Raid, aber irgendwie, also entweder ich habe es komplett ignoriert oder... Oh, wo sind wir denn hier?
das war knapp. Das sieht ein bisschen aus wie... Ach, vor Fort Reprimand, da war ich doch schon. Jetzt erinnere ich mich, okay. Stimmt, natürlich. Und dann konnte man ja da raus und dann kam der Drache. Richtig, jetzt macht alles Sinn. Jetzt habe ich es wieder hier. Soll ich doch den Drachen killen? Komm. Ich komme hier gar nicht runter, sehe ich gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas noch nicht entdeckt. Warte mal. Der Drache, der lenkt mich so ab, aber irgendwas sagt mir... Es ist hier so ein bisschen unübersichtlich. Irgendwas habe ich hier noch nicht gefunden. Hier bin ich hochgejumpt. Hier bin ich noch nicht weiter hoch, oder? Hier war ich nämlich noch gar nicht. Da oben ist schon wieder ein Shadow Tree Fragment. Ey, heute mache ich ja richtig Progress, Leute. Das ist ja mal richtig geil. Da war ich da schon. Nee, da war ich noch nicht. Schon wieder aufleveln, oder? Half-Words calls. I abandon here my eye. Das sieht fast ein bisschen so aus, als ob man da runterkommt, ehrlich gesagt. Aber nee. Und nur fast. Nee. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin... hier. Shadowview Cross. Gut, dass ich nochmal hier hochgegangen bin.
Gut, dass ich noch mal hier hochgeritten bin. Ist hier noch eine Höhle oder was? Nee. Ich muss sagen, es ist erstaunlich, wie gut ich mit dem Pferd bin. Also mit Torrin. Ich kann das so präzise abstoppen. Ich kann mit Vollgas kann ich eine Klippe, also ich kann mit Vollgas Richtung Klippe reiten und dann rechtzeitig abbremsen, ohne runterzufallen. Das ist echt ein Skill, den ich habe. Also ich kann wirklich sehr gut einschätzen, was die Bremsspur ist. Ne, warte. Bremsspur ist eine Unterhose, ne? Aber auch am Auto, oder? Daher kommt ja der Name Bremsspur. Wann Dressurreiten in Eldenwick? Ich bin wirklich ein sehr guter Reiter in diesem Spiel. Something I can do. Guck hier. Kann hier perfekt auf diesem Stein gelandet. Kein Meter zu weit. Kein zu kurz. Dann hier rüber. An den Gegnern vorbei und weiter geht's. Ich bin sehr, sehr geschickt mit dem Pferd. Mit dem Pferdeesel. Esel. Pferd. Auch hier wieder brillant ausgewichen. Weiß noch nicht, wie man hier runterkommt. War hier nicht irgendwo... Bock, ihr denkt, ich bin tot? Es wäre so cool gewesen, wäre nicht noch 10 cm mehr, ich wäre im Strudel gewesen. Und keiner von euch hätte gelacht, sondern alle hätten gestaunt. So sieht es jetzt natürlich ein bisschen dumm aus. Es war ja eigentlich nicht daneben gesprungen, sondern die Klippe war plötzlich weg. Das Problem hier an diesem Drachen jetzt ist... das ganze kleine Volk, was da sich mit reinmischt. Ich muss eigentlich erstmal außenrum und die ganzen Typen hier. Ja, die machen nur ein bisschen Schaden, aber vielleicht kann er die ja für mich kaputt machen. Aber er hat ja schon Probleme nur mit einem Bogenschützen. Warum machen die Bogenschützen eigentlich bei mir so viel Damage und beim Drachen so wenig? Auch hier wieder cool geblieben. Augenmaß. Der kriegt die einfach nicht kaputt. Also irgendwas stimmt doch da nicht.
Drache, ich helfe dir gerade, ne? Oh, genau in dem Moment. Hä? Guck mal, ich habe einen Speer im Kopf. Was geht ab? Da, der Typ, ey. Oh, Scheiße. Also, ein bisschen zu nah. Wieso trifft die Scheiße nicht, ey? Alles muss man hier selber machen. Hä? War der nicht gestaggert? Nicht auf die Typen! Jetzt stirb halt. Alter, wie ich dich treffe. Ah, da geht er down. Nein! Jetzt aber meine Fresse. Der lebt ja immer noch. Nein! Wow, der Typ! Jesus Christ. Ich dachte, der Drache ist tot. Oh, unnötig spannend gemacht. Der unnötig spannende Drachenkampf. Hör ich gar keine Flasks mehr, keine Energie mehr. Ja, Rudinov, hast ja recht. Ist ja gut jetzt. Das war unnötig knapp, sag ich ja selber. Auch ein bisschen überheblich. Aber Arroganz muss man sich verdienen. Arroganz kriegt man nicht geschenkt.
Jetzt ist hier endlich ein bisschen Ruhe, ey. Das war ja auch ganz schön. Ganz schön laut. Hier liegt erstaunlich wenig Stuff, oder? Ach so, jetzt sind wir wieder hier, verstehe. Oh crap. Oh nein, die Typen, ey. Die sind scary. Was haben wir dann hier? Ruined Forge of Starfall Past. Kein Bonfire? Doch. Hannah Faked, ich liebe es. I love it. I love it, wirklich. Ich finde es ganz fantastisch. Stellenweise sogar besser als das Main Game. Und das geht mir nicht leicht über die Lippen. Die neuen Waffen, die ich hier gefunden habe im Game, die machen einfach so unfassbar pervers viel Spaß. Smith Script Spare. Sag mal 6-mal schnell hintereinander. Smith Script Spare. Das kann man nicht 6-mal schnell hintereinander sagen. Smith Script Spare. Ich hätte gerne eine Tüte Pommes. Das war mein Didi, hallo vorhin. Hat er einen Schlaganfall? Nein, er imitiert Stimmen. Was passiert, wenn ich da drauf stehen bleibe? Aha. Da habe ich wohl wieder was rausgefunden. Mockshackeln wir die Bitch einmal.
Und hier ist absolut nichts. Gut. Seelen schmälen. Oh shit. Warum sollte man das Gate wieder runterfahren? Hochfahren wollen, verstehe ich nicht so ganz. Nervig, die Typen. Deshalb. Ja, nerv doch einfach komplett. Alter, nerv mich nicht. Zu lange gewartet. Was denn für eine Pirouette? Das sind die nervigsten Gegner im Spiel, ganz ehrlich. Weil man die nicht schnell kaputt machen kann hier. Es sei denn, man macht sie wirklich schnell kaputt. Hit them where they're weakest. Das ist auch so ein ganz komischer Tipp von FromSoft. Das stand noch nie bei irgendeinem Boss und dann ausgerechnet bei irgendeinem Mittelgegner, der ein leuchtendes Fadenkreuz auf dem Rücken hat. Weiß ich nicht. Die Frage ist doch, kommen wir hier hoch? Nein, die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? Nicht ob. Da oben ist noch einer. Hä? Ich gerade eine Wand hochgelaufen? Leute, was passiert hier? Oh, jetzt ist weg. Das war ja lustig. Wisst ihr, an was das hier erinnert? Dark Souls 1, wie hieß sie noch? In Anor Londo, der Gang. Ich hab vergessen, wie sie hieß. Uah. Und die Blobs könnten original die Schildteile aus ganz am Anfang von Demon's Souls sein. Eine Leiter,
Okay, das ist scary. Wie der da einfach steht und nichts macht. Das ist ja super gruselig. Ich sehe nichts. Warum bin ich gestorben? Dark Sun Gwendolyn. So sieht's nämlich aus. Laviatel, kennst dich wieder aus hier. So sieht's nämlich aus da. Okay, Leute. Wir machen Schluss für heute. Ich hätte natürlich noch Bock weiterzuspielen, aber ich bin jetzt leider auch langsam müde und ich muss noch Beverly Hills Cop gucken. Es war eine fantastische Session. Alleine, weil ich Martial Arts kann. Das ist ja noch geiler, wenn man es auf die Kamera zumacht. Was wollt ihr machen, wenn der auf euch zukommt, hä? Mit diesen Skills? Bescheid. Okay. So. Schluss für heute. Wir raiden noch jemanden.